Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knorke, ich freue mich, dass du dabei bist. Heute würde ich gerne eine Sache ausprobieren und ich weiß nicht, ob es klappt, ob wir eventuell das nachher wieder abreißen werden, aber ich gebe einfach mein Bestes, denn wir haben ja hier irgendwo die Königstiger, nee, das wird kein Königstiger, sondern wir haben den Königstiger genau da auch nicht, sondern wir haben den, warte, genau hier, hier. Genau hier haben wir den, ich wusste es natürlich, und ich würde gerne heute anfangen, einen Palast zu bauen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es hinbekomme, weil ich möchte gerne die Materialien von dem Afrika-Paket nehmen. Nur allerdings müssen wir jetzt erstmal gucken, wie das Ganze hieß, weil ich weiß, es waren so Bögen drin und das sah ein bisschen arabisch aus, also ne, so Arabian Night-like. Und die würde ich gerne nehmen und mal sehen, ob wir die jetzt so schnell finden. Warte, ich brauche ja einfach nur auf Architekturhaus gehen und dann Wände und dann haben wir es ja schon. Oha! Wir haben ein klitzekleines Problem. Und zwar gibt es davon anscheinend keine Zu- und Wände. Nur die großen, ja. Und die sind noch nicht mal als Haus deklariert. Und ansonsten, die sind als Haus deklariert, aber wie heißen die Dinger denn? Regips. Rigips, Entschuldigung, Rigips heißen die. Und irgendwie gibt es davon keine Wände? Oha, Nordafrika. Pass auf, wir versuchen mal was. Ich versuche jetzt mal einen Trick. Rigips. So. Ach, sieh einer an. Es gibt ja doch noch mehr. Also wurde das wahrscheinlich nur hinzugefügt? Aber ich kann mich ehrlicherweise nicht dran erinnern. Die heißen auch Rigips? Okay. Ich konnte mich ehrlicherweise nicht mehr dran erinnern, dass es diese Dinger gab. Aber da steht auch nicht Nordafrika. Versuchen wir es. So, was brauchen wir für so einen Palast? Erstmal würde ich sagen, ein Fundament. Oh, der wird groß. Okay, wir brauchen ja was Angemessenes für die Königstiger. Und deswegen brauchen wir ja einen königlichen Palast. So, würde ich sagen, machen wir immer schön nach innen. Das sieht schon mal... Es gibt immer ein Objekt, was falsch platziert wird. Grundsätzlich. So. Sensationell. Haben wir ja schon mal einen Palast. Der steht jetzt nicht gerade. Das ist mir bewusst. Was haben wir denn noch so an Regipsmäßiges hier? Okay, wir haben auf jeden Fall Säulen. Säulen brauchen wir auch. Aber ich würde gerne diesen Palast hier, ich glaube, auf den Berg setzen. Also ein bisschen höher. So. Also die Tiger müssen... Oh, jetzt haben wir hier natürlich jetzt alles krumm und schief. Die Tiger... Boah, das nervt mich jetzt gerade richtig, ne? Die Tiger... Hey, ist ja gar nicht krumm und schief. Ist ja voll gerade. Lol, was habe ich denn für ein... Ja, habe ich so gewollt. Pass auf, wir setzen das ein bisschen höher. Wir dürfen das nur nicht zu hoch setzen, weil sonst die Tiger dann ja nicht mehr hinkommen. Ist ja ganz klar. So, was brauchen wir noch? Ich würde sagen, um einen Palast auf den Berg zu setzen, brauchen wir auf jeden Fall Steine. Definitiv Steine. Für einen Berg brauchen wir Steine. Und da würde ich sagen, nehmen wir dann diese Moosfelsen. Ne? Also diese Moosfelsen finde ich einfach, ziehen wir jetzt hier komplett durch diesen asiatischen Themenbereich. Ja, so. Jetzt haben wir schon mal einen Felsen hier platziert. Sensationell. Ich weiß, das ist einzigartig. Das wirst du auch nirgendwo anders so sehen in dieser Perfektion. Und warte mal, wir müssen jetzt mal gucken. Also, wir haben jetzt einen Felsen. Warte mal, den kann man ja hier dran machen, theoretischerweise. Ja. Was braucht man noch? Das ist jetzt so ein kleines Brainstorm. Was braucht man noch? Boden. Ganz wichtig, wir brauchen für den Palast, braucht man einen Boden. Gibt es da so was Ansatzmäßiges? Wahrscheinlich, ja, gibt es. Okay. Ich würde gerne auch bei Regips bleiben. Wir können ja jederzeit umfärben. Ey, wir können es nicht umfärben. Oh no. Wir können das nicht umfärben. Das können wir umfärben. Oh nee. Nur die neuen Objekte können umgefärbt werden. Echt jetzt? Oh, das ist aber Driete. Oh, das ist aber Mist. Ja, dann müssen wir mal gucken. Dann müssen wir jetzt anders... Das ist ja echt doof. Warum haben die das denn nicht geupdatet? Weißt du, dass wenigstens die... Hey, warte mal. Anscheinend kann man die doch umfärben. Moment. Ich versuche mal ganz kurz was.
Regips. So, bevor ich mich aufrege, kann man die doch umfärben? Bitte, 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 bitte lass die auch umfärben. Alter, wo ist denn jetzt die Wand? Die hat sich versteckt. Da. Jetzt kann man sie doch umfärben. Ah, okay, 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 okay. Ich verstehe. Das wird hier nicht angezeigt mit dem Umfärben. Alles klar, aber das kann man hier umfärben. Okay, dann können wir bei Regips bleiben. Also, wir brauchen einen Boden. Ne? Definitiv brauchen wir für... So, so, so. So, haben wir schon mal einen Boden. Was brauchen wir noch? Bedeckung, nicht im Gehege verbunden. Hä? Okay, wie du meinst. So, wir haben also... Das sieht schon mal gut aus. Wir haben einen Boden. Wir haben Wände. Da haben wir schon sehr viel geschafft. Was brauchen wir noch? Genau, ein Turm. Paläste haben hier an den Seiten immer Türme. Heißt, wir könnten jetzt so einen Fake-Turm machen. Oder wir gehen das Ganze professionell an. Na, warte mal. Wie machen wir das denn dann? So, wenn wir den jetzt hier setzen. Ne? So, den lösen wir dann von der Gruppe. Und machen das schön mittig. So ungefähr. Dann hätten wir hier einen Turm. Mhm. So, jetzt können wir aber hier schon mal wieder zwei Sachen einsparen, finde ich, weil die brauchen wir ja nicht. N. So, diesen Turm setzen wir jetzt ein bisschen passender. Ein bisschen passender. So. Da haben wir jetzt einen Turm. Das ist schon mal gut. Ja, der ist aber groß, ne? Also fürs Gebäude ist der schon fast zu groß. Moment, wir müssen mal gucken, ob wir... Ob da irgendwas aufsetzt. Ja, das ist eine Säule. Sowas hier zum Beispiel. Kegel. Gibt es den in groß? Groß. Gibbet. Das heißt... Wir machen da eine Säule hin. Wir machen hier eine Säule hin. Jetzt müssen wir nur gucken. Okay, das sind die großen, dünnen... Ach nee, abgerundet. Ach so, ja, okay, die stehen bei allen abgerundet. Okay, alles klar. Ich glaube, ist das das Größte? Ja, ist das Größte. Moment, so, dann können wir das ja wegmachen. Dann nehmen wir das hier hin. Kriegen wir damit einen Turm hin? Aber das sieht... Ist ein bisschen zu schmächtig, ne? Okay, was habe ich jetzt weggemacht? Achso, den Stein. Okay, den habe ich da richtig hingesetzt. Also bleiben wir doch bei der runden Variante? Schwierig. Wir könnten aber auch die natürlich hinsetzen. Dann kriegen wir schon mal Farbe ins Spiel. Aber die würde ich gerne am Eingang machen. Wenn man so runter geht, ne? Das heißt, wir brauchen hier eigentlich so... Türme. Also runde Sachen. Wie groß ist denn die Kuppel? Oha, warte mal. Moment. Die Kuppel ist so groß. Das heißt, wenn ich jetzt hier... warte. Nehmen wir jetzt mal diese. Die passt genau da drauf. Exquisit. Also heißt, wir nehmen dann... doch diese Elemente und bauen nicht die anderen hin. Okay. Können wir mal gucken, wie hoch wir gehen. Ne, ist ja uns freigestellt, aber... Es sollte imposant werden. Es sollte richtig... Sieht aus wie eine Rakete irgendwie so ein bisschen. Richtig imposant werden, also so ungefähr. Und die würde ich dann gern... Oder sollen wir die im Boden verankern? Und dann... Das wäre eine Idee. Wir machen da Stützen raus. Pass auf. So, jetzt gucken wir nur, dass wir das schön mittig haben. Also, das wäre die Mitte. Ich orientiere mich da so ein bisschen ran. Und dann hätten wir hier die Mitte. Orientiere ich mich jetzt daran. Ne? Jetzt müssen wir das hier aber wieder ein bisschen höher setzen, weil das ist ja, ne, jetzt im Boden. Heißt, die zwei Sachen ziehen wir nach oben. Dann packen wir die nochmal so ein bisschen oben drauf. Und et voilà, haben wir schon mal einen Turm.
So, die Frage des Turmes ist schon mal geklärt, das ist sehr gut. Jetzt brauchen wir natürlich ein paar Türme mehr. Mal nur gucken. Warte mal, dann machen wir hier auch wieder mittig. So. Und jetzt ziehen wir, machen wir Folgendes. Ich markiere mir die hier. Das sind ja nicht so viele Elemente. Sondern, pass auf, die kopieren wir uns. Und ziehen die jetzt nach hinten. So. Und einmal nach hinten. Da müssen wir natürlich auch schon die Mitte treffen. Jetzt gucke ich da hinten so ein bisschen. Sieht aber ganz gut aus. Fertig. Mhm. Ne? Wie gesagt, wir können noch variieren, also in der Größe. Also wir können noch höher, tiefer alles setzen. Ist nicht das Problem. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch eine Etage drauf, würde ich sagen. Die Sachen, also ne, die, ich sag mal, die Wände, die können wir ja nachher austauschen. Das ist ja nicht das Problem. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, einen versetzt. Nein, einen zurück. So, wenn wir jetzt nachher sagen, weißt du was, wir möchten lieber, sagen wir mal, drei Fenster da oben haben. Das ist ja nicht das Problem. So. Oh nein. So. Und einmal. Und dann kopieren wir uns das nochmal einmal rüber. So. Da haben wir ja schon mal eine betrachtliche Höhe. Jetzt brauchen wir natürlich ein Dach. Aber ein schönes Dach. Ein Dach, was hier hinpasst. Es gibt keine Rigipsdächer. Okay, dann gucken wir mal. Dann würde ich sagen, Arktis. Passt ein Arktis. Jetzt habe ich auch noch so ein kleines gemacht. Das Arktis passt. Kann man das umfärben? Nein. Von den Wellen her hätte das so ein bisschen gepasst. Ich lasse das mal hier stehen. Wobei, es kann man kann es nicht umfärben. Das ist halt doof. Dann haben wir. Achso, ne, Dachdekor wollte ich. Satteldächer wollte ich so. Danke. Asphaltdach? Nein. Auf gar keinen Fall. Glasdach? Hat sehr schöne. Wirklich sehr, sehr schöne Form. Aber würde ich jetzt von absehen. Kunststoff-Welldach. Zu modern. Oh. Kupferdach. Ein Kupferdach wäre ich schon mal für. Metallplanken? Nein. Nein. Metall verkleidet? Nein. Nee. Was haben wir denn noch? Satteldächer. Nee. Oh, Palmen. Naja, da würde ich eher in so Hütten reinsetzen. Ne? Also da wäre ich jetzt nicht im Palast. Reetdach. Red mal nicht so viel, sondern platziere. Nee, passt auch nicht. Nee. Schieferdach. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Das könnte man sogar umfärben. Gibt's auch flacher, ne? Gibt's auch flacher. Okay. Was haben wir denn? Throndach. Ja, ehrlicherweise tendiere ich jetzt gerade volle Kanne zum Throndach. Kann man umfärben? Ja, es wird der Throndach werden. Oder Tonziegeldach. Weil die sehen komplett unterschiedlich aus. Komplett anders. Komplett. Okay, die kann man nicht umfärben. Aber davon gibt es mehr Elemente. Oder vertue ich. Nee, kann sein, dass ich mich jetzt gerade vertue. Wellblechdach? Nee. Terrakotta-Dach? Ah, passt im Piratenthemenbereich. Also, das würde ich jetzt. Nee. Oder? Nee. Wir nehmen das hier. So. Farbe. Kann man die jetzt kopieren? Bin ich jetzt mal gespannt. Aber wie war das denn nochmal? Warte mal. Wir versuchen. Warte. Ich merke mir einfach die Nummer. Ganz einfach. 44A194. 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 Ja. Also, Dach haben wir schon mal. Ja. Ein Dach habe ich mir schon mal auserkoren. Das finde ich sehr gut. Heißt, ein Dach haben wir. Ne? Das halten wir jetzt auch mal so fest. Aber wir kommen echt gut voran. Pass auf. So. Ich glaube, die gibt es auch in flach, oder?
Tondach. Tondach. Tondach gibt es auch in nicht flach. Tondach gibt es nicht in flach. Gut, hätte ja auch keinen Sinn eigentlich. Okay, was braucht man noch? Was braucht man noch? Fenster, Türen, natürlich. Sehe ich. Türen. Warte mal, Türen, gucken wir mal hierfür. Tür, Wanddeko, nee, Türen da. So, Türen. Wir brauchen natürlich so in der Art. Also abgerundet wäre schon schick, ne? Okay. Schade. Ich hätte die gern da reingesetzt, aber die passt nicht. Die würde auch nicht passen. Also das heißt... Oha. Oha. Moment. Die brauchen keine Türen. Die kriegen nur ein Fenster. Und das Fenster würde es sein. Das ist palastwürdig, oder? Also das ist definitiv für einen Palast gemacht. So, passt das? Passt, passt. Oh ja. Solche Fenster, ne? Die können wir hier hinsetzen. Das ist ja nicht so das Ding. Indisch, wir kreuzen hier alle... Nee, ich will jetzt diese. Okay, die sind ein bisschen übertrieben groß, ja, aber... Wobei... Moment. Wobei mir jetzt gerade einfällt... Das, ja, wenn ich jetzt noch einen höher gehe, dann nimmt das Ausmaße an. Ich glaube, das ist fernab von Gut und Böse. Weil, guck mal, wir haben hier eine Höhe von, ich sag mal, ungefähr 6 Meter. Und hier haben wir schon 8 Meter. Der Palast, ne? Also, wenn wir jetzt noch ein Stockwerk oben drauf machen, können wir natürlich, klar. Dann müssten wir die Türme noch höher setzen und das kommt zu hoch. So ist schon okay, die Höhe. Jetzt ist nur das Problem, dass die Dinger hier sehr gewaltig sind. Die sind übertrieben gewaltig. Da ist jetzt die Frage... Da ist jetzt wirklich die Frage, oder machen wir hier diese hier, hier hin? Und die hier, weil die passen, die sind schon mega groß. Obwohl, die könnten wir hier lassen und dann machen wir die hier hin. Die kann man umfärben. Na, dann machen wir, joa, wesentlich besser. Können das nochmal gucken? Ne, ist zu groß. Also von der kein Strom? Die werden beleuchtet? Really? Okay, wir haben hier E39, E30. E39? Ne, das sind ja ganz andere Farben. Moment, was haben wir denn da? E39, E30. Lichtfarbe? Ja, Lichtfarbe hat man hier auch. Okay. Das ist nämlich sehr wichtig. Lichtfarbe. DAA4. Oh, das heißt, sie leuchten, die Dinger. DAA4. DAA4 ist dieselbe. Dann leuchten die auch noch. Oha. Oha. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt habe ich die perfekt positioniert. Bei denen jetzt
Warte. Wieso wird mir nicht mehr angezeigt? Warte mal, wieso wurde mir jetzt nicht mehr angezeigt, welche ich ausgewählt habe? Ah. So. Und das heißt... Moment, wir machen Folgendes. Wir machen das als separate Gruppe. So. Dann... Drehen wir das. So. Und platzieren das exakt 1:1 da drauf. Na, wenn das jetzt nicht clever ist, dann weiß ich es auch nicht. So. Jetzt versuche ich mal, warte, ich bin mir dann nämlich... Oh, warte mal, wie mache ich das denn jetzt wieder weg? Ja. Moment. Könnte ich mal bitte das andere kurz auswählen? Das hier, ja. So, jetzt kann ich die nämlich auswählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mach ich rückgängig und fupp. Clever, ne? So, jetzt versuche ich die beiden. Ach ne, die muss ich ja drehen. Das heißt, so, ne? So. Jetzt können wir nämlich jetzt hier wieder sagen. Markieren wir das so. Genau, und dann löschen wir die mal. Na, die brauchen auch keine Türen. Können wir ja vom Palast da rein. So. Ja. Ich werde jetzt erst einmal überlegen, ob es so clever ist, auf jeder Seite einen zu machen. Aber ist es. So. Jetzt können wir den wieder löschen und bearbeiten. Au. Oh. Erst markieren. Düpp, 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 düpp. Machen wir rückgängig und schupp. Sensationell. Wir können nochmal kurz kontrollieren. Mittig. 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 Sensationell. Ja, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir dann im Palast weiterarbeiten. Ich sag mal ganz kurz Hallo zu You. Hab ich nicht vergessen. Dann Chaos 180 Hallöchen. Sam Kiff 862 Hallöchen. 3O Hallöchen. Render 99 Hallöchen. Giannis Hallöchen. Dann haben wir Guirich Hallöchen. Und Caitlin Brunch Hallöchen. So. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir dann den Palast weiter. Ja. Und dann haben wir den afrikanischen Themenbereich. Werden wir vielleicht noch ein bisschen weiter dekorieren. Ja, aber. Manche Sachen haben ja auch Bestandsschutz, da habe ich ja schon mal bei Plancoaster was zu gesagt. Und ich denke mal, dass wir da nicht so großartigen Eingriff machen werden. Und das hier ist eine richtig gute Ergänzung. Das passt sehr gut zu diesem Themenbereich, finde ich. Ne? Wie gesagt, farblich können wir natürlich alles anpassen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.